Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer, I change degrees. Cause a blizzard. Hier ist es fast 18 Uhr und das heißt, es ist fast an der Zeit für den großen Preis von Bahrain. Nur ein Fahrer konnte es an diesem Wochenende auf die Pole schaffen und dieser Glückliche heißt eindeutig Nico Rosberg. Ich kann mir gut vorstellen, dass der deutsche Fahrer seinen Mercedes heute auch zum Sieg fahren wird. Als wir vorhin mit ihm gesprochen haben, fand er, dass er eine tolle Ausgangsposition für einen Rennsieg hat, aber dafür muss er noch einiges leisten. Alles ist im Rennen möglich, also muss man so lange auf dem Teppich bleiben, bis die karierte Flagge geschwenkt wird. Nico Rosberg gewann das letzte Rennen mit einer Leistung, die nicht nur sein Chef Toto Wolff als wahre Meisterfahrt bezeichnete. Er scheint sich bei seinem Mercedes-Team sehr, sehr wohl zu fühlen. Das ist eine gute Ausgangslage für weitere Siege. Rosberg war das letzte Mal gegenüber Hamilton klar im Vorteil. Und heute wird er es seinem Teamkameraden wieder zeigen wollen. Man sollte die gegenseitige Manipulation der beiden nicht unterschätzen, da sie beide um die Vorherrschaft kämpfen. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Formel 1 2015, Part Nummer 8, wir in Bahrain. Mein Name ist Emma2610 und mit mir dabei ist der Tobias Sony Salz Gaming. Oder auch nicht, ne? Also wir gucken uns jetzt mal die Rennstrategie an und aktueller Einsatz ist die Options sind drauf und wir haben einen Stopp in der 9. und 10. Runde, dann 18. und 19. Runde und in der letzten, zwei Stopps sogar und in der letzten Runde, also 29 Runden. So, bitte. Und im letzten Stopp müssen wir dann mit Primes fahren. Ja, ihr habt gerade Tobi gehört und ich würde sagen, wir starten das Rennen. Du hast heute gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Viel Glück. So, ich habe gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Hoffen wir mal, dass wir auch das Rennen gewinnen hier. So. Das erste Kurve haben wir schon mal gut gemeistert. Wir sind noch auf Platz 1, haben keinen Platz verloren. 29 Runden müssen wir fahren. Geschätzte Dauer ca. 45 Minuten. Mal gucken, wie lange wir brauchen, ne, Tobi? Yep. What the fuck, Alter? So, ich starte mal mit der ETS, Alter. Nach langem. Oh, pff. Sorry, das passt gar nicht. Achso. Achso, auf Boxen. Ja. Stelle ich gleich um, warte. Das muss ja nicht sein hier. Nein. Fenster schließen. Fuck, verbremst. Das muss nicht sein. Schnellste Runde 1,40. Ja, du sagst jedes Rennen dieselben Sprüche. Und Tobi macht wieder irgendeine Dose auf. Säufst du Bier? Nein. Jackie? Nein. Winkel. Was Cola. Sonst? Cola. So, bis jetzt läuft alles noch nach Plan.
Oh, wir haben Minusbenzin. Wir haben schon eine gute Zeit gemacht. Ich denke mal so 5 Sekunden liegt der Hintermann hinter uns. Ich denke mal so, dass so 20 Sekunden Optimum wären, um halt noch einen Boxenstopp durchzuführen. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Es sollte nicht regnen, also müssen wir auch auf die Primes wechseln. Reifen sehen sehr gut aus. Ich habe 6 Sekunden Abstand zu meinem Hintermann. Wenn ich halt so Duddy-Aktion mache. So. Kilo Benzin noch. Tobi ist auch so still. Ja, ja, bin total konzentriert gerade. Wieso? Ja, ETS. Ach, stimmt ja. Ach man, warum verbremse ich mich denn immer? Kommst du früh Options? Okay, ich verstehe warum. Verwarnung, weil ich die Strecke ein bisschen überschritten habe, Alter, ist es dein Ernst? Ja, die Regeln bei F1 2015 sind strenger wie die vor 5 Jahren. Echt so, ne? Die Benzinreserven gehen zur Neige.
Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Alter, ich merke schon, dass meine Reifen schlechter werden. Warum? Ja, weil Fabelt, er sich dann, weil er sich dann schlechter lenken lässt und leichter rutscht. So richtig, so schwammig, ne? Ja. Ja, kenne ich. Also ich gehe erst in der nächsten Runde. Aber viele haben sich beschwert beim Multiplayer. Ich weiß nicht, ob du die Folge gesehen hast bei PeteSmeet. Ja. Weißt du, hast du den Multiplayer gesehen? Die letzten? Ja, am Wochenende, das haben schon am Sonntag, ja, nehme ich ja auch generell auf. Da haben sich beschwert von wegen der Multiplayer, da kannst du deine eigene Einstellung nicht machen. Ja. Also auf generell auf Reifen, Wetterverhältnisse und sowas wie bei F1 2010 auf der PS3. Okay, ist der Unterschied PS3 und PC, aber trotzdem hättest du es schon machen können. Also ich muss denen schon Rest geben, oder? Ja. Ja gut, im Singleplayer kann man alle Einstellungen vornehmen. Multi eben nicht. Aber im Multiplayer nicht. Schade. Finde ich echt schade. Mike, was wirst du mir empfehlen? Ich wollte vielleicht, aber nur vielleicht, ich denke zwar nicht, dass ich mache, aber vielleicht mit meinem Onkel zusammen Gamer-PC zusammenbauen. Ja, selber zusammenbauen ist immer ganz geil. Was wirst du momentan investieren, also Menschen so... Investieren? Wenn du einen guten Gamer-PC haben willst, den du nicht mehr aufrüsten, also erstmal die nächsten 2-3 Jahre nicht aufrüsten musst, dann so, ja, 900 bis 1000 Euro. Da hast du aber auch 3-4 Jahre locker Ruhe. Da musst du jetzt rumschlagen wie mit dem Lappy oder sowas. Ja. So, jetzt gehe ich an die Box. Boxenstopp, schrei nochmal. Oh, what the fuck. Oh, okay, dann lass mich vorbei. Momentan dritte. Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. So, wir haben neue Reifen, die anderen nicht. Vor mir ist Vettel und dann mein Teamkollege Hamilton. Wobei wir die eingeschaltet, wie gesagt, locker einholen sollten, da wir frische Reifen haben. Auto sollte sich Alter, gut sein.
Leicht lenken lassen, wollte ich gerade sagen, ne? Ja, leicht lenken ist so eine Sache. Ich habe mich gerade verlenkt. Also wenn es Sie interessiert, ich habe eine Lieferung nach Kiel, von Kiel nach Potsbett. Autos. 7 ja. Tonnen. Was sind das für Autos, Alter? So, vor mir ist Vettel, den wir easy einholen können. Anscheinend leichter als 7 Tonnen, ist echt nix. Was für LKW könnte man kaufen für Level 18? Volvo. Möchtest du mir das empfehlen? Vielleicht reicht mir das Geld. Wie viel? Also momentan habe ich ja jetzt noch 100.000 noch von der Bank abgehoben, also 286.000 habe ich jetzt irgendwas. Kannst dir locker einen guten Volvo holen mit 750 PS. Alles okay. Klar, Handy. Alter, wie lange können die denn mit ihren Reifen draußen bleiben? Schon eine Weile, also. Schnellste Runde bin ich gefahren. Machen wir so, mindestens 18 Runde kann man so aushalten. So. Die Reifen sind so heiß. Mach mal ein paar Kurven langsam, wir müssen sie abkühlen. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter bremsen in den nächsten paar Kurven. Geht er jetzt in die Box oder geht er nicht in die Box? Er geht in die Box, jawohl, wir sind Erster. Runde 11. Wir haben 26 Sekunden Abstand zum ersten. Das heißt, unser nächster Boxenstopp sind wir immer noch Erster. Sollte es keine Komplikationen im Boxenstopp geben. Weil ich habe gesehen, dass es auch mal so 20 Sekunden dauert, so ein Boxenstopp bei Pixmeet. Also jetzt 20 Sekunden Stehzeit. Nicht der reine Boxenstopp, sondern. Also der reine Boxenstopp 20 Sekunden und die Fahrzeit halt auch nochmal.
Oh shit. Zwei Runden noch bis zum nächsten Boxenstopp. Machen wir drei draus. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen 3-Boxenstopp. Also unsere Taktik ist 3-Boxenstopp. Verwarnung, Streckengrenze überschritten. Mama. Genau. Sekunden Abstand, wir gewinnen 4 Sekunden. Okay, ehrlich, dass ich meine Reifen abnutzen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, ich überrunde schon die ersten. Wen? Medi und Mary. Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Oder war das Medi? Kann es sein, dass du deine Kopfhörer laut... Mary. Kann es sein, dass du deinen Kopfhörer laut eingestellt hast? Nein. Weil ab und zu höre ich dies bei dir. Minimal. Ich weiß nicht, was du machst, Mike, aber ich wollte im Oktober vielleicht ein, zwei Wochen Urlaub machen. Ja, das ist gut. Ich muss einfach meinen Urlaub wegbekommen. Ich habe insgesamt noch 3 Wochen, ey. Hm. Ich bin zu fertig und morgen um 5 Uhr wieder aufstehen, Alter. Oh. Ich will nicht. Die Reifen glänzen irgendwie so. Sieht mega geil aus, wenn ihr mal so an die Seite des Reifens guckt. Glänzen mega. Wir fahren jetzt mit 25 Kilo Benzin. Wenn du jetzt so Probleme hast, wie du weißt ja weh, ne? Dass du mal nach der Reifen fahren tust. Ich hoffe nicht, du musst immer die Anzeige im Schacht halten, ne? Hab ich. Weil die Reifen, wenn sie so orange wäre oder fast so rötlich, muss aufpassen, ne? Ja, noch sind sie so gelblich. Ja, okay, wenn es so orange-rot wäre, das ist schon ein Grenzbereich, da muss ich aufpassen. Irgendwann fahrst du mal mit Blattfuß. Und da kannst du gar nicht mehr lenken, da kannst du machen, was du willst. Ich kann schon mit 120 rumtuckern. Ja, ich gehe auch nächste Runde in die Box. Also sagen wir mal so, also die Reifen könnte ich bis maximal orange machen, aber mehr nicht. Weil rot ist schon Grenzbereich, da ist schon der Reifen kaputt. Oh, Box, schreit er schon. Ja. Dann sollte ich jetzt in die Box fahren. Du kannst zwar noch herausfordern, du kriegst ja keine Strafe dafür, weil du die Box fahrst, aber dann ist wieder ein Nachteil. Einmal der Benzingehalt geht eben runter, ne? Und zweitens, wenn dann deine Reifen haben, dann nicht mehr Grip. Dann fangst du an, langsam zu rutschen mit der Zeit. Los. Also mit Reifen und Benzin könntest du maximal 3 Runden fahren, würde ich jetzt mal schätzen, so. Ich weiß zwar nicht, wie viel Tank in so ein Ferrari reinpasst oder generell in Formel 1 Wagen. Ich auch nicht. Ich hab noch einen Boxenstopp und bin immer auf Platz 1. Ja.
Und wenn ich nicht wäre, würde ich eine Runde noch fahren und dann zum Boxenstopp sein, dass du noch ein bisschen Zeit raushole kannst. Nee, ich habe jetzt schon einen Boxenstopp gemacht. Okay. Alter, die neuen Reifen, so geil. Wenn du Strecke fährst, Mike. Ja. Wasser, das wird lustig. Was wird lustig? Wenn's regnet, wird's richtig lustig, oh, ja. Alter. Das ist wie Seife, ey, auf der Fahrbahn. Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Regenrennen. Also ich freue mich echt drauf. Da also rutscht richtig her. Leg mich am Arsch. Das ist wieder noch schwieriger. Ja, da musst du doch viel früher bremsen. Wenn du zu spät bremst, tust du gerade ausrutschen. Ja, ja. Vorstelle, Mike. Ja, das reicht schon, bremsig. Geradeaus. So, sind wir in Runde 16 gleich. Hast du 50% eingestellt oder was? Ja, ja. Okay, dann fahrst du 28 bis 29 Runden dann. Ja. Qualifying, glaube ich, geht's nur 5 Runden oder so, keine Ahnung. Das sieht immer hochpoliert aus. Aber jetzt halt in der Regen geht, sieht es immer so sauber aus. Weiß ich nicht. Das wirst du schon sehen. Ich habe mal F1 2015 auf der PS4 gezockt, gell? Bei meinem Kollege. Hey, das ist sowas von abnormal, wenn du... Der Controller ist ganz halt nur beschäftigt, wenn du über so Bobbel fahrst, ne? Also Standstreifen, so vorbei, macht so durchgehend. Okay. Und wenn du durch da durch das Kies fahrst. Freue mich schon auf PS4, das neue Spiel, Alter. Black Ops 3 und das neue Need for Speed, Alter. Wo im November rauskommt. Eins 35 ist die schnellste Runde. Ich weiß jetzt, holst du dir das neue Need for Speed auch? Du hast zwar keine PS4, ja. Aber auf PC. Ja. Das wird richtig geil, hab der Trailer schon dazu angeguckt, ey. Leg mir mal. Wenn es erst so sein soll wie im Trailer, ey, dann ja, sofort kaufe ich mir. Mir egal. Ich weiß jetzt, guck doch mal die anderen COD-Teile, wie ausgelutscht die sind. Das einzige gescheitste COD, wo ich gespielt habe, das war MW3, MW2 und Call of Duty 4. Alle anderen wie Ghosts und. Ja, BO2. Wo man gar nicht schwätzen, Mike. Wobei ich BO2 noch recht geil fand. Ja, schon bevor die ganzen Hacker und. Ja. Scheißdreck da. Kommen sind. Aber inzwischen ist BO2 auf der 3er schon gar nicht mehr zu spielen, hey. Und was ist ja alles? Ich kriege eine Nachricht von YouTube. Ach, Sturmwaffel hat wieder ein Video hochgeladen. Schön. Gute Fehler gerade gemacht. Oh, und schon wieder.
muss ich wieder anfangen, eine CSGO zu spielen. Ich hab letztes Mal, wo du geschrieben hast, gell, such dir und so, ne? Ich bin so schlecht bei CSGO, Alter. Ich habe zwar schon ein paar Kills gerissen, aber nicht mehr so gut wie früher. Okay. Wenn du ewig ETS zockst. What, ich hab mich gut verbremst. Wo fliegt denn vor Start und Ziel? Nee. Das wäre richtig scheiße. Ja, ein Verkehr los, ja. Spielst du Multi oder was? Nein, Single. Ich spiele bestimmt den Multi, Alter. Ich weiß genau, dass die Affen wieder kommen, ey. So. Okay, das langt noch. Ich könnte durchgehend fahren ohne Schlafen. Langsam lassen meine Reifen nach. Überholduell. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Hol die Waffel. Das, wieder das kann ich gar nicht leiden, wenn ich es aufnehme und mach's mal. Oh, der hat einen Platten vor mir. Da ist irgendwas weggeflogen gerade. Kann das sein? Jedenfalls überholt. Bei dem fliegen Gummischnipsel weg. Oh. Aufpasse. Das sieht nicht so gesund aus bei dem. Weil es kann sein, wenn es auf die Fahrbahn fliegt, dass du drüber fahrst und dann fangst du auch selber an rumzuschlittern. Am besten mit großem Abstand überhole, mein.
Ja, ich habe ihn jetzt schon überholt, aber bei dem sind irgendwie so Gummischnipsel weggeflogen. Keine Ahnung, vielleicht sind seine Reifen auch nicht mehr die besten. Dann hat er schon diese Blattfußphase, was ich dir gesagt habe. Ja. Schwer, gell? So, ich fahr jetzt in die Box. Bestätigt, bei deinem nächsten Boxenstopp ziehen wir dir Umschuss auf. Ne, sag jetzt nicht, ich muss nochmal in die Box. Was hat der denn jetzt für einen Fehler gemacht? Ach nee, ich hab den Depp Fehler gemacht. Ich Depp. Okay, hier ist Jeff. Du musst mit dem Schneiden der Kurven aufhören, sonst verpasst ihr. Ach nein. Dumm, Beidel. Deswegen, was hast du gemacht? Das kann ich nicht gucken. Ach, ich hab die falschen Reifen aufgetrunken. Das ist jetzt nochmal in die Box. Aber ich kann mir nochmal einen Boxenstopp erlauben, das ist schon mal gut. Ich schussel. What the fuck? Jetzt habe ich die richtigen Reifen drauf. Ja. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. So, letzter Boxenstopp. Hatte gerade den Mega-Fehl des Jahres. Zum Glück, hat jemand an die Tür geklopft und ist reingekommen. Ja, meine Mutter. Zum Glück bin ich immer noch erster Platz, obwohl ich jetzt einen Boxenstopp zu viel hatte. Weil ich einen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe, beziehungsweise einen Blindelfehler. Aber macht nichts, ich bin immer noch erster und es ist alles gut.
letzten 5 Runden. Mich ärgert es immer noch, dass ich diesen Boxenstopp-Fail gemacht habe. Aber naja, macht ja nichts. Sorry, das tut mir leid. Alonso, das tut mir sehr leid. Ich habe gerade eine Kollision aus Versehen verschuldet. Aber nur eine Verwarnung. Oh, da fliegen auch schon Reifenschnipsel, Alter. Uah. Wie ist der Auftrag fertig? Ja. Okay, die Reifen sollten noch alle. Wo geht's jetzt hin? Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber ich weiß noch nicht, mal gucke. Weil es gibt's in der. Warte mal. So. Gibt's bei Kiel gibt's kein momentan kein Händler, ne? Kiel. In Kiel ein Händler, Volvo? Generell LKW-Händler, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich schlafe jetzt erstmal aus, Motor ausstelle, schlafe kurz. Tobi, kauf den Volvo. Fahr zum Volvo-Händler, falls da in Kiel gerne ist. So, warte mal. LKW-Händler. So, ich kann hier aus, wähle Star, darf der Event. Mann, Mercedes, Renault, Scania und ja, Mercedes mit Mann. Volvo. Volvo habe ich bei mir nicht in der Gegend. Dann musst du da hinfahren. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Hamilton ist hinter mir, Vettel, da hat nichts geändert. Vettel, so wie das letzte Rennen, denke ich mal, wird es auch ausgehen. Sind aktuell in Runde 26. Haben 26 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Das heißt, ich könnte noch einen Boxenstopp machen, wenn ich das bräuchte. Und bin immer noch Erster. Aber das ist ja nicht notwendig. Wir fahren jetzt mit diesen Reifen ins Ziel. Wie gesagt, ein Boxenstopp war ein bisschen unnötig. Das war auch irgendwie gerade voll der Fail. Wie ich in die Box gefahren bin. Ich kann froh sein, dass irgendwie nichts an meinem Frontflügel passiert ist, weil es irgendwie so. Das war der Mega-Fail, Alter. Ich weiß zwar nicht, woran das lag, aber naja. Oh, ich dachte vor mir wieder einen überrunden. Das freut mich natürlich. Ich glaube, das ist sogar ein Ferrari, kann es sein. Ne, ist es nicht. Och ne, den überrunde schon zum zweiten Mal. Och nö.
Nur noch 5 Kilo für 2 Runden. Oh, Verstappen ist vor mir. Darf ich auch überrunden? Alter, bei dem raucht's richtig, wenn der bremst, Alter. Warum bremst er? What the fuck? Der bremst einfach auf null. Okay. Und ich bin direkt hinter dem. What the fuck? Tch, ich kann mir das irgendwie vorstellen, bei 300 noch was, aber mal auf null bremse. So, vorletzte Runde. Oh, what? Alter, warum mute ich denn so? Okay, meine Reifen sind gelb. Zum Glück ist es nur noch die vorletzte Runde. Also macht mir das so gut wie gar nichts. So. Vorletzte Kurve zur letzten Runde. Alter, shit, ich rutsch wie die Sau her. Oh nein. Ich sollte schleunigst auf Mager stellen. So, letzte Runde. Du baust den Vorsprung auf Hamilton aus. Seine Rundenzeiten sind 3 Sekunden. Mich interessiert Hamilton gerade nicht mehr. Ich habe 31 Sekunden Vorsprung auf Hamilton. So, Tobi, du musst mal kurz still sein.
Mercedes hat es heute an die Spitze geschafft. Nico Rosberg ist mit seinem Wagen auf Platz 1 gelandet und holt weitere wichtige 25 WM-Punkte. An manchen Tagen fühlt man sich als Fahrer einfach wohl im Auto und hat ein gutes Gespür für die Strecke. Eine unschlagbare Kombination. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal.